Mann. Immer dieser Scheiß mit diesem Tourenwechsel und dem Hin und Her und hast du nicht gesehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETHES 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 657 und wir befinden uns in Stuttgart. Und ihr seht, dass ich nicht mehr ganz da stehe, wo ich vorher schon stand. Das liegt nämlich daran, dass es einen kleinen Tourenwechsel gab. Ich wurde... zwangsentladen schon wieder, denn es gab nämlich von SCS Software ein kleines Zwangsupdate hier auf Steam für den ETHES 2. Wir spielen jetzt mit der Version 1.49.2. Schlag mit Tod, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es ein kleines Zwangsupdate und dementsprechend wurde natürlich die Tour wieder zurückgesetzt und wir haben jetzt was anderes. Es geht dieses Mal dann also doch nicht nach Italien. Es hat sich nämlich tatsächlich ein bisschen was getan, was das angeht. So, jetzt werde ich hier erstmal reingezwungen im Prinzip, das Zeug wieder rausgeladen. Jetzt haben sie aber gesagt, okay, komm, scheiß drauf, du musst nicht nochmal an die Rampe, wir machen das seitlich. Ich habe ja Gott sei Dank Türen. So, geht diese Schranke hier auch eigentlich auf, Kollege? Wie, ihr habt schon zu? Ihr müsst mich doch verarschen hier, oder? Meine Güte, wie könnt ihr denn jetzt schon zu haben? Hier fliegen doch immer noch Flugzeuge rum. Mann. Schönen Abend, ciao, ciao. Meine Lieben, wie gesagt... es gab jetzt leider eine kleine Änderung, was die Tour betrifft. Und zwar werden wir dieses Mal nach Großbritannien endlich fahren. Ich wurde ja auch tatsächlich in den letzten paar Folgen so ein bisschen drum gebeten. Ey Uwe, wie schaut's denn aus? Fährst du denn mal dahin? So ein bisschen Großbritannien angucken und so weiter und so fort. Und ja, zwangsmäßig habe ich jetzt tatsächlich eine Tour nach... ich glaube, nach London war es tatsächlich für knapp 1600 Euro. Genau, nach London zu Aldi Süd und zwar haben wir 6 Tonnen Spielzeug geladen. Und wir gucken uns natürlich auch wieder die Routenführung an. Das machen wir natürlich, ne? Also wie gesagt, wir wurden dieses Mal tatsächlich seitlich beladen. Gott sei Dank habe ich auf der linken Fahrzeugseite dementsprechend Türen. Kann die einfach aufschieben im Prinzip und dann kann das ganze Zeug beladen werden ohne großes Tamtam. Was natürlich super, super entspannt ist, sage ich jetzt mal. Routenführung, meine Lieben, ich habe euch ja gesagt, es geht nach London. Und das erste Mal jetzt tatsächlich, seitdem ich wieder neu gestartet habe mit dem Let's Play, nach Großbritannien. Und ich habe mir gedacht, da ich auch mal, beziehungsweise was heißt, ich wurde nicht drum gebeten, aber es war tatsächlich eine Idee von dem einen oder anderen Zuschauer, dass ich doch vielleicht so in dieser Region hier eventuell die nächste Niederlassung kaufen sollte. Und ich habe mir doch gedacht jetzt gerade, klingt gar nicht mal so übel, hätte ich tatsächlich Interesse dran. Jetzt ist halt nur die Frage, mache ich das tatsächlich, bevor ich in London ankomme? Oder mache ich das vielleicht erst danach? Ich bin mir noch nicht sicher. Wir kommen jetzt nämlich gerade... Ja, wir werden durch Nordfrankreich natürlich ein bisschen Belgien fahren, wie wir hier sehen. Ne? So viel zum Thema Routenführung. Wir fahren die A8 aus Stuttgart mit der A8 raus, wechseln dann kurz auf die A5 Richtung Basel und fahren dann über Straßburg sozusagen nach Frankreich rein. Wir werden dann erstmal Richtung Luxemburg fahren, wir werden auch durch Luxemburg durchfahren, dann kommt auch schon Belgien vor Brüssel, machen wir dann nochmal einen Schlenker in die westliche Richtung und dann geht es Richtung Nordfrankreich nach Calais hoch, Calais? Und dort fahren wir dann mit der Fähre rüber bis nach Dover. Und über Dover geht es dann tatsächlich nach London. Und wie gesagt, bei Aldi werden wir dann das Spielzeug abladen. Das Spielzeug. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, okay, ja, hier so in dieser Region. Ich habe mir ja gedacht, ich hätte irgendwie Bock darauf, mir eine weitere Niederlassung irgendwie in den Niederlanden, in Holland zu holen. Jetzt ist natürlich nur so ein bisschen die Frage, da kommen wir jetzt natürlich gerade nicht dran vorbei. Kommen wir dann ansonsten irgendwo vorbei, wo es interessant wäre? Vielleicht direkt in Calais? Ich weiß es nicht, weil jetzt im Moment haben wir natürlich noch die Kohle. Ich habe ja 1,7 Millionen Euro aufgenommen. Ich wollte schon sagen, ich habe aufnehmen müssen, aber habe ich natürlich nicht müssen. Ich habe es einfach so getan. Und wir haben jetzt noch über 400.000 Euro über. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt das Geld habe, dann kann ich schon mal eine weitere Niederlassung kaufen, weil...
Unsere jetzigen Niederlassungen sind natürlich voll. Genau. Wir haben jetzt nämlich tatsächlich 8 LKW insgesamt, ne? Ich habe einen Fahrer angestellt, den Oliver. Wie gut, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern kann. Irgendwie kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber okay, Oliver ist jetzt mit dabei und er fährt unseren Volvo FH16. 412.000 Euro haben wir jetzt gerade noch. Also, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, Calais klingt vielleicht gar nicht mal so übel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in dieser heutigen Folge bis da hochkommen werden. Falls nicht, schreibt es in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet, auf Calais dort eine Niederlassung. Falls nicht, schreibt einfach, dass ihr dagegen seid. Ansonsten, vielleicht habt ihr ja noch andere, weitere Vorschläge. So, wir starten unser neues Maschinchen, meine Lieben. Und tatsächlich habe ich so ein klein wenig Feedback von euch gekriegt, was den, was so den DAF betrifft. Sehr, sehr viel Lob habe ich für den Innenraum gekriegt. Vielen Dank dafür. Außen, da streiten sich natürlich wieder so ein bisschen die Geister. Der eine wünscht sich oder hätte sich gewünscht, dass ich den vielleicht komplett einfarbig mache und nicht mit dieser 3-Farben-Lackierung. Ist ja natürlich alles Geschmackssache. Ich glaube, darüber können wir uns ewig lang streiten, ja, also brauchen wir gar nicht damit anfangen im Prinzip. Was jetzt den Sound anbetrifft, der eine oder andere mag ihn, der andere halt eher weniger, der andere ein bisschen mehr. Ich lasse ihn jetzt einfach drin. Komm, dann haben wir endlich mal einen LKW mit ein bisschen Open Pipe Gedöns und ein bisschen Trellalella und ja, komm, scheiß drauf. Ich lasse ihn jetzt drin und ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber ich habe es natürlich mal wieder verpeilt. Ist ja auch egal, komm. Ich schwafel sowieso schon wieder viel zu viel rum. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal langsam los. Im Moment sieht es so aus, dass ich die Liftachse am Anhänger tatsächlich heruntergelassen habe. Aber die an der Zugmaschine oben habe noch. Oh, so werde ich gar nicht dran vorbeikommen, ne? Ich Schlaumeier. Was habe ich mir dabei jetzt gedacht? Nicht besonders viel. Ich wollte euch irgendwie die Achsen zeigen. Ich weiß auch nicht, warum das unbedingt so interessant ist, aber ja, ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? So, mal gucken, ob das mit diesem Winkel schon ausreicht. Ich schätze mal, aber kaum. Ich bin natürlich mal wieder super, super schlau gewesen und habe an diesem DAF auch wieder keinen Frontspiegel angebracht. Wie gesagt, ich bin super, super schlau, ne? Und habe das irgendwie wieder verpeilt. Nee, Spaß beiseite. Leider war das bei diesem Fahrzeug mal wieder nicht möglich, da was Lackiertes anzubringen in Kombination mit der Sonnenblende. So, ich will mir hier hinten die Deichsel nicht verbiegen, aber ich will auch diesen Trailer hier natürlich nicht berühren, aber ich glaube, ich komme hier dran vorbei. Am Rampenspiegel, das sieht auch gut aus. Ja, da kommen wir vorbei. Das ist prima. Ich hätte natürlich auch erstmal zurückstoßen können, irgendwie ein paar Meter, und dann hätte ich hier natürlich wesentlich mehr Platz gehabt. Jetzt war ich aber natürlich mit meinem Monolog wieder so krass beschäftigt, dass ich das schon wieder verpeilt habe und mal wieder nicht richtig geguckt habe, ne? So, natürlich in diesem LKW auch wieder eine schöne Innenraumbeleuchtung, passend in Rot, würde ich mal sagen. Ich wurde übrigens auch gefragt wegen der Standklima, ob es denn nicht da diesen Ausrüstungspunkt gab, dass ich mir eine Standklima hätte ausrüsten können. Natürlich gab es den. Ich bin aber kein großer Freund von der Optik irgendwie. Also ich bin so eher so der macht die Fenster auf Fahrer und Wind macht dir die Friese kaputt und Hornissen fliegen dir in den LKW und so ein Scheiß, ne? Das feiere ich tatsächlich ein bisschen mehr. Natürlich in Real Life eine Standklima, also gerade im Sommer sowieso. Das ist schon ein Muss, ganz, ganz klar. Das streite ich auch gar nicht ab, aber wir sind hier in ETS 2. Und ich hatte irgendwie keinen Bock auf die Optik der Standklimaanlage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wollte ich dann lieber ein schönes, normales Dachfenster. Und das habe ich jetzt, wie ihr seht. So, an dieser Stelle, ja, möchte ich mich natürlich auch nochmal ganz kurz dafür entschuldigen, dass es am Wochenende kein Video gab. Generell wird das jetzt tatsächlich ein klein wenig schwieriger aussehen mit meinem Upload-Plan. Derzeit war es ja so, dass ich doch fast tagtäglich mittlerweile Videos hochgeladen habe. Die Revelli und ETS 2 immer so im Wechsel und immer mal zwischendrin gab es dann ein bisschen Dead Space.
Das wird sich jetzt aber leider ein klein wenig ändern. Wieso, weshalb, warum und so, das werde ich dann in einem separaten Video erzählen. Aber es tut sich gerade so ein bisschen was, sage ich mal. Und ja, es ist leider so ein klein wenig unvermeidbar, sage ich jetzt mal. Ich hätte auch mal langsam hochschalten können hier, ne? Wie gesagt, es wird sich jetzt alles noch geben und so. Und sobald ich auch selber genaueres weiß und das hundertprozentig bestätigt wird und es tatsächlich so ist, wie ich mir denke, dass es sein wird, werde ich euch natürlich informieren, meine Lieben. Und dann werde ich dann nochmal ein separates Infovideo machen, so ein kleines. Wahrscheinlich, ja, klein. Bei mir gibt es irgendwie komischerweise nicht wirklich kleine Videos, ne? Ich schwafel immer viel zu viel. Und am Ende wird ein 10-Minuten-Video, also geplant auf 10 Minuten, wahrscheinlich dann irgendwie 30 Minuten, 45 Minuten lang. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, aber ich quatsch halt aber auch ganz gerne. Das ist dann wahrscheinlich eher unvermeidbar. So, natürlich weiterhin den Blick auf den Spiegel richten. Ich glaube, ja doch, ich schalte mal runter hier. Hättest der vierte hohe Gang tatsächlich ein bisschen besser getan. Hier haben wir ein bisschen viel Drehzahl, aber ist auch egal. Jetzt links fahren und jawohl, Lisa, jawohl, 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 jawohl. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen gezwungen, durch die Nacht zu fahren. Es ist auch schon 22.30 Uhr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Nacht durchfahren. Ich werde hier jetzt keine Pause machen und irgendwo Nunu machen gehen. Ich glaube tatsächlich, ich fahre jetzt einfach mal die Nacht durch. Dann genießen wir so ein klein wenig die Innenraumbeleuchtung, die rote dezente, die ist jetzt nicht mehr so knallig krass wie beim Volvo, die blaue. Gegen die rote habe ich tatsächlich wenig einzuwenden. So, dann kann man natürlich in 6H schalten. Ah, wobei, er tut sich schon irgendwie ein bisschen schwierig mit dem ganz hohen Gang. Ich bin voll auf dem Stempel. Aber naja, auch nicht so wild. Jetzt haben wir 84 km/h. Ich würde mal sagen, hier hole ich dann mal den Tempomat rein. So. Ja, ansonsten, was habe ich jetzt tatsächlich noch zu erzählen? Es war jetzt am Wochenende tatsächlich ein bisschen was los. Da wurden dann Pläne gemacht und Pläne geschmiedet und noch nicht ganz ausgeführt. Aber ich würde mal sagen, wir sind in der Ausführungsphase. Und wie gesagt, das tut sich jetzt tatsächlich mit dieser Woche einiges. Und das betrifft vor allen Dingen auch, also, ja, wie soll ich denn das sagen? Es betrifft mein weiteres Leben im Prinzip. Und ich bin mal gespannt, was rauskommen wird. Ich bin aber tatsächlich sehr, sehr guter Dinge. Bis jetzt klingt nämlich alles fast zu schön, um wahr zu sein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es passt irgendwie alles derzeit. Also ihr werdet, ich will jetzt noch gar nicht zu viel erzählen tatsächlich, aber sobald ich dann das Infovideo mache, vorausgesetzt, es wird tatsächlich so kommen, wie ich mir das denke und plane im Prinzip, dann wird das ganze Geschwafel, was ich hier jetzt vor mich gebe, ein bisschen mehr Sinn machen. Daher ist es wahrscheinlich eher sinnlos, dass ich so schwafel, wie ich hier schwafel gerade. Also könnte ich das theoretisch auch lassen, das Thema. Ja, lass mir das so. Ich will euch einfach nur vorwarnen, dass es dann jetzt für mich ein bisschen schwieriger sein wird, Videos tagtäglich aufzunehmen oder zumindest so viel im Voraus aufzunehmen, dass ich mehr oder weniger unter der Woche genug habe. Das heißt, tagtägliche Videos wird es wahrscheinlich nicht mehr wirklich geben. Ich werde mir aber trotzdem Mühe geben, dass ich dran bleibe und euch mit 2, 3, vielleicht auch 4 Videos in der Woche beschäftigen kann. Sage ich jetzt einfach mal ganz blöde gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird oder halt eben nicht. Aber das wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen. Und doch. Ich glaube, es wird ganz, ganz gut. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier natürlich gucken. Wir fahren hier hinter dem LKW hinterher. Ob ich vielleicht meinen km/h vom Tempomaten runternehme. Oder vielleicht zum Überholen ansetze. Weil ich glaube, der Abstand wird langsam immer geringer.
Gleich haben wir aber Glück und er biegt ab und dann muss ich mir gar keine Sorgen mehr machen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, er wird noch langsamer. Ah, ich muss sowieso auf die linke Spur. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Jawohl, Lisa, ich bin schon vollends dabei. Der biegt tatsächlich rechts ab, beziehungsweise fährt er rechts weiter. Wir wollen natürlich Richtung Süden jetzt erstmal weiterfahren. Und kurz vor Straßburg geht es dann auf die andere Autobahn. Ja. Ich bin auch mal gespannt jetzt auf Großbritannien, weil wie gesagt, mit den letzten Updates und so war ich gar nicht mehr in Großbritannien. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hatte ich anscheinend keinen Bock auf den Linksverkehr da oder so. Wobei ich tatsächlich mit dem Linksverkehr an sich gar keine großen Probleme habe. Ich habe auch zum Beispiel in Real Life ich hatte in Real Life bis vorletztes Jahr noch einen Toyota Crown gehabt aus Japan. Das war auch ein Rechtslenker. Ich meine, ich finde, es ist aber schon ein Unterschied, ob du mit einem Rechtslenker in deinem gewohnten Rechtsverkehr unterwegs bist oder halt mit einem Linkslenker in den Linksverkehr kommst. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen wilder, weil ich habe tatsächlich absolut keine Probleme gehabt, mich an den Rechtslenker zu gewöhnen. Und ich bin dann auch fast tagtäglich gefahren, außer im Winter. Da ist er dann natürlich im Trocknen gestanden in der Garage, sage ich jetzt mal. War ein altes Auto, Baujahr 90. Und jetzt habe ich ihn aber vor gut 2 Jahren verkauft. Aber so ist das Leben halt. Ein Auto ist dann ja dann auch nur ein Gebrauchsgegenstand im Prinzip. Versteht mich nicht falsch, ich vermisse das Auto natürlich schon ein bisschen. Ich meine, war ein V8 drin. 4 Liter Hubraum, schönes Automatikgetriebe gehabt. Den Toyota Crown mit dem V8 gab es nur als Automatik. Oder gab es nur mit dem Automatikgetriebe, so rum. Er hat natürlich Sprit gefressen ohne Ende. Aber wenn man dann lange Strecken auf der Autobahn gefahren ist, dann kann man ihn schon knapp unter 12 Liter fahren tatsächlich. Der Nachteil an so einem alten Auto, vor allem bei dem alten Japaner jetzt, war leider, dass es halt nur ein Viergang-Automatikgetriebe war. Das hat man dann schon gemerkt, ne? Sobald du dann schneller wie 120 am Stück gefahren bist, irgendwie eine lange Zeit, ja, da bist du halt doch irgendwie bei den 13, 14 Litern gelandet. Innerorts war das Ding halt, ja, da hat es für den Geldbeutel nicht ganz so viel Spaß gemacht. Aber trotzdem, das war mein Auto irgendwie. Das war mein Traumauto gewesen. Und ich habe es dann doch wieder verkauft nach knapp 4 Jahren Besitz. Aber naja, was soll man tun? So ist es halt. Manchmal spielt das Leben verrückte Dinge mit einem. Und dann kommen halt manchmal Schicksalsschläge auf einen zu, mit denen man nicht rechnet. Der Audi hat aber auch absolut keinen Abstand gelassen zu dem... Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das andere für ein Auto war. Ich glaube, das war ein Opel oder so. Bin mir nicht sicher. Uwe, es wird Zeit zum... Ach, runterschalten. Rechts fahren. Dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jo. Ach, ich bin noch in Hoch. Ah, das habe ich auch vergessen jetzt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war jetzt von dieser Kreuzung ein klein wenig verwirrt auch. Ich wusste nämlich nicht so ganz genau, was da vorne jetzt kommt. Aber war ja jetzt im Prinzip ja doch keine so große Sache hier. Wir haben auf jeden Fall etwas weiter vorne auf jeden Fall schon mal die deutsch-französische Grenze. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, solange wir hier in Deutschland sind, gilt natürlich für LKW ab 7,5 Tonnen auf der Landstraße 60 km/h. Einkommen minus 255 Euro von Oliver. Warum nennen Sie es Einkommen? Ich denke immer, juhu, bitte vierstellig. Und dann steht da vorne noch ein Minus. Ja, und dann bin ich gleich doppelt gequält. Aber naja, noch können wir uns das leisten. Der Oliver, der muss ja auch erstmal durchstarten und so. Und er soll erstmal sein Zeug in den LKW packen. Soll sich da breit machen und so. Und dann kann er mal langsam in der Natur gucken. Ach, Verzeihung. So, was haben wir da war? Da müssen wir wieder irgendwie komplett uns rechts halten, so wie es aussieht.
Metern rechts abbiegen. Okay, Lise, okay. Ach, das ist hier so eine normale... Rechts abbiegen. Ah ja, okay, ich verstehe. Ich habe tatsächlich zuerst gedacht, das wäre irgendwie ein Kreisverkehr oder so, der sich da so komisch aufbaut, weil das sah von der Entfernung her so auch auf dem Navi ein bisschen komisch aus. Ah, da kommt doch einer, oder? Ah, der ist aber nicht bei uns auf der Spur hier. Sicherheitshalber bleibe ich stehen. Es ist mir egal, was ihr dazu sagt. Das Problem ist, dass ich auch nicht einfach so mal aus dem Fenster gucken kann, weil ich mir das Spiel nämlich so konfiguriert habe, dass wenn ich aus dem Fenster gucken will, ich tatsächlich auch das Fenster aufmachen muss. Oh, lass mich raus, Kollege. Ich hätte gedacht, die Spur, die bleibt bestehen hier bis zu dieser Ausfahrt, aber das tat sie leider nicht. So, und hier fahren wir jetzt wieder rechts rum raus. Oh, hier ist 50. Schauen wir mal natürlich, dass wir hier ein klein wenig langsamer werden, ne? Blinker können wir ausmachen, logischerweise. Retarder lassen wir mal auf der ersten Stufe drauf. Jetzt würde ich sagen... Ach ne, der war schon aus. Ups. So. Ja, jetzt gucken wir uns tatsächlich mal Großbritannien an. Ein bisschen. Bin mal gespannt, wie es da so läuft. Mir wurde ja auch schon vor ein paar, also vor einigen Monaten, das ist tatsächlich schon länger her, wurde mir mal von einem Zuschauer gesagt, dass sich da mittlerweile wirklich einiges anscheinend getan hat dort in Großbritannien. Dass dort vieles reworked worden ist anscheinend und auch so mit Pro-Mods und hin und her und blablabla und schlag mich tot. Da bin ich doch, da bin ich gespannt drauf. Und tatsächlich war das auch vom Gehalt jetzt her einer der lukrativsten Touren. Es gab eine Tour, die ich hätte fast angenommen. Wow, Grammatik. Die ich fast angenommen hätte. Und zwar eine nach Kasachstan. Das waren, ich glaube, 11 Tonnen Essig oder sowas. Da hätten wir 6.800 Euro, glaube ich, mit verdient. Die war natürlich spitzenmäßig, was die Vergütung angeht. Aber... ich wollte euch jetzt nicht schon wieder irgendwie den Ostblock präsentieren. Wir sind jetzt in letzter Zeit so oft irgendwo da im Osten unterwegs gewesen. Und ich habe mir gedacht, okay, komm, jetzt musst du mal ein bisschen was zeigen, wo du selbst vielleicht schon lange, lange nicht mehr gewesen bist. Und das ist definitiv Großbritannien. Und vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass wir dann direkt zu Anfang an, zu Beginn, ich sag jetzt mal, auch in die Hauptstadt kommen. Und zwar nach London, wie gesagt. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich, doch, ich freue mich drauf. Hoffen wir natürlich, dass da auch beim Rangieren alles gut geht. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass da beim Aldi Süd, dass das eine kleinere Filiale ist eventuell. Aber dann wird das natürlich auch wieder ein klein wenig spannender, sage ich mal. Und ich habe ja jetzt auch keinen B-Double mehr. Also ich bin tatsächlich beruhigt, was das angeht. Ich glaube, ich kann dann mit so einem Drehschemel doch ein klein wenig besser umgehen als mit dem B-Double. Ach, ich vergaß. Wir dürfen ja hier in Frankreich tatsächlich 90 ballern. Das hier ist tatsächlich gestattet. Oh, jetzt kommt hier natürlich eine Mochitelle. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich folge jetzt einfach mal dem LKW. Glaube ich. Naja, jetzt bin ich schon dabei, also... Telepass-System wäre aber hier schon wieder ganz links gewesen. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Ja, manchmal stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Retarder habe ich nämlich auch noch an. Ihr habt das sicherlich gemerkt gehabt, ich noch nicht. So, bonjour. Achso, das sind Automaten hier. Was wollen die denn an Geld hier? Ach ja, ich muss ja noch gar kein Geld einschmeißen. Ich muss ja erstmal ziehen, ein Ticket. So. Dann habe ich das wenigstens auch mal abgehakt und habe einen Automaten auf Französisch begrüßt. Es ist, glaube ich, so ein Ding, das man mal gemacht haben muss in seinem Leben.
Warum auch nicht? Also ich kann es von meiner To-Do-Liste auf jeden Fall abhaken. Ob ich damit jetzt ein klein wenig schlauer, weiser oder was auch immer geworden bin, ich bezweifle es sehr, sehr stark. Definitiv. Aber ich habe es gemacht. Also falls die Frage mal aufkommt, ob ich schon mal jemals irgendwann mal einen Automaten auf Französisch begrüßt habe, dann kann ich sagen, ja, 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 das habe ich getan. Definitiv. Und ich schwafel heute wieder verdammt viel Schwachsinn. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ah, so ein Schmarrn, du. Sag mal, wie sieht denn eigentlich die Innenraum... Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass die Blume hier auch beleuchtet ist. Das Plastikdingens. Wenigstens kann mir das Ding nicht absterben. Oh, schon wieder Minus. Elena, 24 Euro miese. Mann. Im Moment machen wir nicht allzu viel Plus irgendwie. Habe ich das Gefühl. Wobei, ich habe das Gefühl, Elena ist jetzt auch noch nicht so lange bei uns dabei, ne? Der Wechsel von dem MAN auf den Volvo kam tatsächlich relativ fix. Und dann auch der Wechsel von Volvo jetzt auf diesen DAF kam auch relativ fix, habe ich das Gefühl. Aber wir sind, glaube ich, dem Volvo tatsächlich irgendwie 15, 16 Folgen lang gefahren. Fast 10.000 Kilometer. Und ich habe ja gesagt, ich mache so an die 10.000 Kilometer pro LKW und dann wird halt mal wieder gewechselt. Ich hatte zumindest immerhin Hoffnung, dass ich bis dahin immer genügend Geld beisammen habe. Aber seitdem ich den Hard Economy Mod installiert habe, ist das halt eben nicht so. Vor allen Dingen, wenn meine Fahrer mich nicht unterstützen. Die machen nur miese. Ich glaube, in der letzten Folge hat der... War das der Miroslav? Irgendeiner hat nochmal, ich glaube, 1700 Euro oder sowas eingenommen. Das war heldenhaft. Das war cool. Ah, doch. Das war schon stark. Definitiv. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, da vorne kommt nämlich schon die nächste Mautschelle. Ist gerade auf dem Navi aufgeploppt. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier für die Straße zahlen werden. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nämlich insgesamt 7 Achsen. 4 am Anhänger und 3 an der Zugmaschine. Ich kann mir also vorstellen, dass das schon so seinen Preis haben wird tatsächlich. Oh, ich bin jetzt die ganze Zeit in 6L geblieben. Also da hätte ich ruhig in 6H hochschalten können tatsächlich. Aber naja, ist jetzt auch nicht so wild. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der DAF, der ist mir ein klein wenig zu drehfreudig irgendwie. Also vielleicht liegt das am Sound oder so. Ich fahre den anscheinend sehr, sehr gerne auf mehr als 1500 Umdrehungen. So, da wir ein Ticket händisch gezogen haben, würde ich sagen, zahlen wir dieses Mal auch händisch. Und bei der nächsten Mautstelle gucke ich dann auf jeden Fall, dass ich dann in das Telepass-Tor reinkomme. So. Dieses Mal sage ich nicht Bonjour. Boah, 34 Euro. Ja, gut. Bleibt mir nichts anderes über, ne? Muss ich halt bezahlen. Ist halt leider so. So. Was genau ist dem seine Mission jetzt gerade? Der will sich hinter mich... Okay. Okay, das habe ich nicht ganz gerafft jetzt gerade. Das habe ich ein bisschen verwirrt, aber ja, es ist wie es ist. Es ist die KI. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, was der kleine... Dieses kleine Zwangsupdate, was jetzt gekommen ist, ob es da irgendwie tatsächlich große Veränderungen hat oder so, da habe ich absolut keinen Plan von. Ich habe mir die Patchnotes nämlich nicht durchgelesen. Ich war nämlich ganz am Anfang erstmal ein bisschen geschockt. Ich habe jetzt nämlich mitbekommen, die 1.50 ist jetzt nämlich, glaube ich, da. Offiziell. Und dann habe ich gesehen, ich wollte nämlich gerade das Spiel starten, habe vorher schon OBS gestartet und mich so langsam mal fertig gemacht habe für die Aufnahme im Prinzip. Und habe Doppelklick auf ETS2 gemacht und habe mir nichts dabei gedacht. So, und dann auf einmal, nee, wir müssen das Spiel erstmal updaten und dann kannst du das starten, Kollege. Und dann habe ich natürlich erstmal schon Angst gekriegt, so ein bisschen. Kacke!
Wie sieht es dann mit den Mods aus? Werden die jetzt dann noch funktionieren oder eher nicht? Oder wird es da generell halt einfach Probleme geben? Oder halt eben nicht? Und ich habe nämlich gedacht tatsächlich, das Spiel wird jetzt auf die 1.50 zwangsgeupdatet. Damit hätte ich ein absolutes Problem gehabt. Definitiv. Das hätte mir mal gar nicht gefallen. Aber ich bin froh, dass SCS Software das so nicht macht. Sehr, sehr gut. Oh, da ist wieder so ein... So, dieses Mal mache ich es anders. Ah, seht ihr? Diesmal kam nämlich einer. Immer dann, wenn man es nicht glaubt, dann kommt doch einer. Ja, und ich hatte, wie gesagt, einfach Angst. Oh Mann, mein Spiel wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Jetzt muss ich mich erstmal wieder drum kümmern, dass die Mods laufen und das Spiel generell einfach. Und dann hätte ich heute auch nicht aufnehmen können, tatsächlich. Das muss ich zugeben. Also ich hätte dann heute definitiv damit ein sehr, sehr großes Problem gehabt. Und wer weiß, wann ich es dann geschafft hätte, das Spiel mehr oder weniger wieder gescheit zum Laufen zu bekommen und das alles. Das wäre doch, das wäre definitiv ein Problem gewesen, meinerseits. So, da vorne haben wir die französisch-luxemburgische Grenze. Wir werden aber Frankreich ja nochmal besuchen kommen, nachdem wir durch Belgien durchgefahren sind. Ich habe das böse Gefühl. Ne, der ist recht langsam unterwegs. Oh, okay. Sehr schön. Ich habe nämlich so ein bisschen Bedenken gehabt, der wird jetzt gleich hier rausschießen. Aber das hat dann mit der Entfernung und seiner Geschwindigkeit doch noch ganz gut gepasst. Gott sei Dank. So, vorne haben wir die Grenze. Müssen wir hier stehen bleiben oder so? Ne, ist eigentlich alles EU, ne? Können wir durchpreschen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nur die Kurven hier gefallen mir nicht so besonders gut. So, und damit sind wir schon in Luxemburg. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir ja das letzte Mal hier gewesen. Wow, also Uwe, ne, deine Grammatik ist heute mal wieder absolut zum Schießen. Meine Güte. Also heute, doch, da ist schon wieder ein klein wenig schlimm. Ich bin, da muss ich jetzt aber auch mal ehrlich sein, ja, ich bin heute eigentlich vielleicht gar nicht wirklich in der Verfassung, gescheit Videos aufzunehmen oder so. Ich hoffe, dass mein Fahrstil heute mehr oder weniger passt. Mein Kommentarstil ist natürlich immer so ein Thema. Ich muss aber auch sagen, ne, ich bin halt wie ich bin, ne, also, ja. Das mache ich jetzt hier schon seit fast 660 Folgen lang und ich denke, hättet ihr ein Problem damit, dann würdet ihr bestimmt aufhören zu gucken, ne? Ja. Also gehe ich mal davon aus, ist alles in Ordnung. So, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich hab's vergessen. Verdammte Axt, da vorne kommt schon die Grenze zu Belgien. Was wollte ich Ihnen sagen? Ach so, ja. Ich bin heute nämlich ein klein wenig nervös, so. Also, wie gesagt, morgen ist der Tag. Also, wenn ihr dieses Video am Mittwoch wenn ihr dieses Video am Mittwoch schaut, dann wird es so sein, dass die Entscheidung bzw. der Plan, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass sich das schon ergeben hat, wovon ich anfangs erzählte, tatsächlich. Also, ja. Und heute Abend ist jetzt halt Dienstagabend und ich bin so ein bisschen nervös, weil wie gesagt, es ist doch einiges davon abhängig tatsächlich. Und ja, ich weiß nicht, wie, wo, was, weiß, ob. Also ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Eigentlich wollte ich das Thema ja sein lassen, aber ja, es geht mir gut. Es geht mir tatsächlich relativ gut. Ende Mai wird etwas kommen, das mich wahrscheinlich ziemlich fertig machen wird. Aber auch darüber hinaus, auch das werde ich irgendwie natürlich stemmen und schaffen und hoffentlich hinkriegen, sage ich jetzt mal. Aber morgen der Tag, dann wenn ihr dieses Video gucken könnt, zum Veröffentlichungsdatum. Ich weiß jetzt gar nicht, wievielte das ist, ich habe mein Handy schon wieder nicht dabei. Aber ich habe einen Kalender auf dem zweiten Monitor, sehe ich gerade. Am 15 ist es dann.
am 15.05., genau, da wird sich dann einiges für mich vielleicht ändern. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, ich werde euch dann nochmal informieren. Es ist keine so große Sache vielleicht für den einen oder anderen. Für mich derzeit jetzt gerade tatsächlich doch schon, weil es dann natürlich auch ein bisschen was zu tun hat mit meiner, ja, mit den letzten paar Monaten, mit dem letzten Jahr, sage ich, mit meinen Depressionen, mit meinen Schlafstörungen und generell mit meinem psychischen Befinden, sage ich mal. Und es ist eine positive Veränderung, so viel kann ich schon mal sagen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr erfreut und ich bin gespannt, was jetzt morgen tatsächlich rauskommt. Und ich freue mich tatsächlich auch auf diesen Termin, sage ich jetzt einfach mal. Und ich schwafel immer weiter von diesem Scheißdreck, obwohl ich das Thema sein lassen wollte. So, es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich gebe es zu. Ich habe heute sonst keine Themen. Ich bin ein langweiliger Dude. Dude. Das Wort habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Ich bin ein langweiliger Typ. Und ich habe keine Ahnung, worüber ich heute quatschen soll. Ja, machen wir es doch mal einfach. Guck mal, wir sind bei 36 Minuten. Ich würde sagen, für 4 Minuten halte ich einfach mal die Klappe und ich lasse euch mal mit dem Popel-Open-Pipe-Sound vom DAF hier einfach mal in Ruhe. 410 Euro von Markus, Dankeschön. Tatsächlich auch nochmal 102 Euro von Oliver. Sehr, sehr schön. Also, ich lasse euch mal ein paar Minuten in Ruhe. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Weiterfolgen. Also der von auf der linken Spur war, der hat ja schon wieder den Arsch offen gehabt, oder? Ja, keine Ahnung. Soll ich den Blinker schon einen Kilometer vorher anmachen, oder was? Also der war komisch unterwegs. So, was ist denn los? Jetzt habe ich schon wieder die Kupplung zu schnell losgelassen. Meine Güte. Gott sei Dank biegst du ab. Was ist denn mit dir? Jetzt bremst er sogar noch. Du bist auch komisch drauf, oder? Mann. Naja. Ja, jetzt habe ich euch 2 Minuten, glaube ich, allein gelassen. Für den einen oder anderen vielleicht purer Luxus und für den anderen vielleicht nicht genug. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin nur froh, dass das geklappt hat, tatsächlich mit dem Muten hier dieses Mal.
6H ist echt ein klein wenig hoch hier, ne? Also die Übersetzung des Getriebes ist tatsächlich ein klein wenig seltsam, finde ich. Ich habe auch noch den Retarder an die Schlafmütze. Die Übersetzung vom Getriebe ist tatsächlich ein klein wenig, was heißt merkwürdig. Macht schon Sinn, dass der letzte Gang recht lang übersetzt ist, aber ich finde 6H ist ein klein wenig krass. Ich meine, wir haben trotzdem 510 PS, ja, es sind 510 PS. Ich habe es schon ganz vergessen, 6 Tonnen. 6 Tonnen haben wir nur geladen. Also es ist tatsächlich vom Gewicht her echt nicht viel. Und ich habe das Gefühl, im sechsten Gang struggelt der DAF halt trotzdem vor sich hin. Manchmal doch ich... Also das Gefühl, dass doch ich halt das Problem bin und nicht die KI tatsächlich. Vielleicht erwarte ich ein bisschen zu viel. Weil ich mir immer denke, ja, die KI wird sich schon irgendwie anpassen müssen. Aber vielleicht bin tatsächlich ich das Problem und ich muss mich der KI einfach ein bisschen mehr anpassen. Vielleicht einfach schon ein bisschen mehr damit rechnen, was tatsächlich schief gehen könnte, wenn ich ein klein wenig bescheuert einfehle. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und es ist tatsächlich mittlerweile wieder hell, wie wir sehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir das noch nicht richtig aufgefallen. Völlig bescheuert. Es ist jetzt 7:30 am Morgen. Ich würde sagen, es wird langsamer Zeit für ein Frühstück oder so. So, dann wechseln wir natürlich auf die Mittelspur. Der wechselt nach rechts rüber, alles klar. Ich bleibe hier. Meine Fresse, es ist furchtbar warm, ne? Ich bin ja hier unterm Dach. Ich habe hier eine Dachgeschosswohnung und es ist jetzt schon kaum zu ertragen. Wir hatten zwei wirklich sehr, sehr warme Tage, sage ich jetzt mal. Die waren aber auch sehr schön, definitiv. Aber es ist kaum zu glauben, wie krass sich das hier in der Wohnung schon wieder aufgeheizt hat. So, was habt ihr eigentlich vor hier, Kaspar hier? Glaubt ja nicht, dass ihr mich hier anhalten könnt. Ich habe gerade keine Zeit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hier war auch eine Just-in-Time-Lieferung. Es war nicht super gravierend oder so von der Zeit her, aber schon mal eine Just-in-Time. Ich habe ja auch noch gar nicht alle Fähigkeiten. Ne? Wir sind jetzt gerade dabei, die Just-in-Time-Lieferung für uns zu entdecken sozusagen und freizuschalten. Wir haben ja jetzt erst einen Punkt da drauf. Das heißt, es sind nur die, ich glaube, schnelle Lieferungen oder so heißen die. Ja, bin mal gespannt. So, da vorne kommt eine Mautstelle. Und dieses Mal habe ich gesagt, will ich Telepass-System fahren. Muss ich schon mal vorher ein bisschen gucken. Ich glaube, es sieht gut aus, wenn ich in dieser Spur hier einfach bleibe. Ach komm, willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ich lasse die Kupplung immer noch zu schnell los dafür, ey. Das ist... Darauf komme ich irgendwie nicht so ganz klar, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, Sesam, öffne dich. Dankeschön. So, der blinkt. Oh, der wird reinfahren. 100 Pro. Ja, nee, da stecke ich lieber zurück. Da bremse ich dann lieber nochmal kurz ab. Bevor ich da in den reinrassel oder so, da habe ich echt keinen Bock drauf. Lu konnte schon wieder keinen Auftrag finden. Das ist natürlich Spitzenklasse, ne? Oh, Kalle. Ganz rechts. Schon wieder 270 miese. 270 Euro miese. So. Ich sehe schon den einen oder anderen kommen und sage, was? 270 Äpfel, Birnen?
So. Wenn da nicht Calais auf dem Schild gestanden wäre, ich glaube, ich wäre tatsächlich geradeaus weitergefahren. Und es war definitiv ein klein wenig doof gewesen. Ich frage mich jetzt gerade nur, wie weit... Ach, guck mal, wir haben es ja insgesamt nur noch gut 300 Kilometer weit. Das heißt... Oh Mann, wir sind gar nicht mehr so weit weg. Oh, das ist ja krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Folge tatsächlich so weit kommen. Ich hoffe, dass ich die Einfahrt nach Calais jetzt nicht verpasse, weil... ich weiß halt nicht. Niederlassung kaufen? Ja, nein? Ha, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ich glaube, sobald ich in Calais bin... Moment mal, ich habe doch hier meinen Knopf. Ah doch, Calais wird noch ein bisschen dauern, ne? So wie es aussieht. Wie mache ich denn das jetzt? Wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Dann... Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen fahren. Ich würde ja sogar behaupten, dass wir es auf jeden Fall noch bis nach Calais schaffen. Calais, Calais, Calais. Vorne kommt wieder eine Mautstelle. Und ich glaube, dann bleibe ich einfach in Calais einfach mal kurz stehen und lasse euch dann entscheiden, ob ich mir in Calais kaufen soll oder nicht. Die Niederlassung. Verdammt. Ist da zufällig... Was genau ist da jetzt auf dem Boden gestanden? Ich habe nicht besonders gut darauf geachtet. Aber anscheinend macht es denen nichts aus, wenn ich mit dem LKW hier reinfahre. Ich habe jetzt nämlich nur auf die Schilder mit Calais und so geguckt. Ah, nee, warte, hier geht es weiter raus. Okay, die haben mir also eine endgültige Maut sozusagen bezahlt. Oder nochmal ein Ticket gezogen oder was auch immer. Und da wir ja sowieso hier nach Calais weiterfahren... Okay, nee, jetzt raff ich's. Alles gut. Jetzt habe ich's gerafft. Hopskraft. So, meine Lieben. Wow, ich bin wirklich überrascht. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich es schaffe, so weit zu kommen mit der Tour heute. Ich hätte eher gedacht, dass ich dann am Ende wieder mit weiß ich nicht, 500 Restkilometer umpopel oder so. Aber wir haben ja jetzt nicht mal mehr 250 und es ist ja auch noch Seeweg vor uns, also es ist echt nicht mehr weit, ne? Also Calais würde ich aber trotzdem tatsächlich gerne stehen bleiben kurz. Und dann würde ich euch... Moment mal, kommt da Calais? Das ist tatsächlich schon Calais da vorne. Ja krass, da mache ich es tatsächlich so, dass ich euch jetzt dann entscheiden lassen werde. Ich bleibe dann in Calais einfach mal stehen. Und lasse euch entscheiden, ob ich in Calais die Niederlassung kaufen soll oder nicht. Und falls nicht, dann gerne weitere Vorschläge in die Kommentare. Ihr könnt von mir aus gerne erstmal alles wählen, bis auf tatsächlich Großbritannien. Großbritannien werde ich noch nicht machen, weil ich mit Großbritannien noch ein bisschen was anderes vorhabe. Das werden wir aber später machen, wenn wir tatsächlich ein bisschen mehr Kohle haben. Und zwar möchte ich nämlich für die Niederlassung in Großbritannien dann auch Rechtslenker kaufen, tatsächlich. Und wie gesagt, das will ich dann erst machen, wenn ich ein bisschen mehr Kohle auf Seite habe. Und vielleicht nicht unbedingt einen so krassen Kredit zu bezahlen habe. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht dann die einzelnen LKW als Rechtslenker selber nicht ganz so lange fahre, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich als Zuschauer vielleicht nicht unbedingt gerade so das Interessanteste ist. Es ist halt super, super ungewohnt. Definitiv. So. Wenn ich in die Stadt will, ja,
fahre ich jetzt gleich schon mal runter. Da wird jetzt Lisa gleich wieder ein bisschen meckern, aber dann soll sie halt meckern von mir aus. So, hier fahren wir runter. Und zur Karferie werden wir dann später fahren, beziehungsweise in der nächsten Folge halt eben. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Jetzt links abbiegen. Ach ja, hier rechte Seite ist gesperrt, okay. Schlechter. Ich glaube, der dritte Gang ist ein bisschen besser jetzt gerade. Ich checke ultra spät, dass ich immer noch den blöden Retarder anhab, aber das mag vielleicht auch so ein bisschen dran liegen, dass ich halt blinken, lenken, mit der Maus umgucken, gleichzeitig schalten. Ja, ich habe das Gefühl, es ist für meinen Kopf ein bisschen zu viel mittlerweile. Ey, Leute, ich werde auch nicht mehr jünger, ja. So, auf welcher Straße genau befindet sich denn die Niederlassung? Die potenzielle Niederlassung. Ich würde sagen, ich fahre noch eine weiter, ne? Ja, ich glaube, ich fahre noch eine weiter. Ach, nee, warte mal, das hier ist die Werkstatt, gell? Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Doch, hier müsste es sein. Rechts abbiegen. Da ist es doch schon. Hier ist es doch schon. Direkt gegenüber dieser wirklich fantastisch großen Tankstelle. Und da mir der Spaß hier noch nicht gehört, nur eventuell, falls ihr dazu stimmt, würde ich sagen, mache ich auch mal ganz kurz hier auf der Tankstelle Rast. Ach, guck mal, hier gibt es sogar... Ja, geil, da kann ich mir gleich nochmal was zu snacken kaufen. Und natürlich auch Wasser. Ich habe von zu Hause nur eine einzige Flasche mitgenommen. Und den Sixer habe ich tatsächlich zu Hause liegen lassen. Ach, scheiße, die Parkplätze hier habe ich gar nicht gesehen zuerst. Die Linien schweben aber so komisch in der Luft rum, ne? Das sieht auch nicht besonders schön aus. Ich habe das anfangs tatsächlich überhaupt nicht gesehen gehabt. So, wie ein richtiger LKW-Fahrer werden wir uns natürlich auch erstmal sauber hier hinstellen, das ist ja ganz klar. Ich werde es zumindest versuchen. Aber ganz so schwierig sollte das ja eigentlich nicht werden, ne? Ich muss ja nur geradeaus zurück. Aber, meine Lieben, ihr kennt mich, ja? Auch sowas verhaue ich ganz, ganz gerne mal. So, oh ja, seht ihr? Es ist meistens der Schluss, den ich verhaue. Den Schluss. Ja, den Schluss. Genau dieses Problem habe ich in echt aber leider auch immer. Das ist immer die letzten paar Meter, die verhaue ich immer. Wisst ihr, mit dem Drehschemel irgendwie eine Banane fahren oder so eine Scheiß oder eine S-Kurve oder so ist irgendwie kaum ein Problem für mich. Aber wenn es dann zu den letzten paar Meter geht, wo ich dann wirklich schön kerzengerade stehen bleiben soll. Ich weiß nicht. Also mein Fahrlehrer, der hat damals gesagt, vor jetzt mittlerweile fast 10 Jahren, dass ich viel zu gerne mit dem Lenkrad rumspiele. Und er hat recht, denn es hat sich bis heute tatsächlich kaum geändert. Und das ist ein bisschen tragisch. Es ist ein bisschen tragisch. Oh, sag mal, bleibt das Ding tatsächlich die ganze Zeit an, oder was? Das Radio auch, oder wie? Das Ding ist ausgegangen, okay. So, ihr drei. Ihr passt mal auf den Truck auf, ne? Ich hole uns was zu snacken. So, meine Lieben. 54 Minuten, das Video ist nicht allzu lang, aber entscheidet mal bitte, ob ihr Lust drauf hättet, wenn ich mir hier in Calais die Niederlassung kaufe. Wenn nicht, wie gesagt, lasst gerne ein paar andere Vorschläge da. Ich bin gerne eigentlich mehr oder weniger für alles offen. Der Ostblock muss jetzt tatsächlich vielleicht nicht unbedingt sein. Ich hätte das schon gerne ganz, ganz, ganz gerne hier irgendwo in Mitteleuropa. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel doch irgendwie Polen sagt oder sowas, bin ich auch ganz gerne dabei.
Es wird jetzt natürlich schwierig, das irgendwie tatsächlich in irgendwie eine Form von Abstimmung zu klatschen, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, die Idee, die mir am besten gefällt, die werde ich dann einfach nehmen. Mir gefällt ja vor allen Dingen auch die Idee hier so von wegen in der Nähe irgendwie Großbritannien-mäßig oder sowas. Das soll ja dann tatsächlich ein bisschen weitergehen, dass wir dann vielleicht irgendwann mal später von dieser Niederlassung aus nach Großbritannien und dann vielleicht sogar wieder nach Island kommen oder sowas. Wir haben ja auch noch Irland mit dabei und Irland habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich habe dieses Northern Ireland Rebuilding jetzt mittlerweile seit, weiß ich, wie vielen Monaten halt mit installiert. Ich glaube, seitdem ich wieder angefangen habe, dieses Let's Play zu machen, glaube ich, habe es mit installiert. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich war immer noch nicht da. Und es wird halt mal Zeit. Und vielleicht kriegen wir das sogar mit dieser Tour hin. Ich meine, wir werden dann in London rauskommen, ne? Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann vielleicht endlich mal was nach Nordirland finden. Und ich bin gespannt. Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann die Tage wieder. Ich denke mal, ich werde es dann schaffen für Samstag. Warte mal, wir haben jetzt dann morgen Mittwoch. Ich habe noch eine Folge von Derail Valley tatsächlich im Petto. Doch, ich glaube, ich kriege das hin, dass wir dann uns am Samstag, eventuell am Sonntag dann wieder hören. Ja, seid mir nicht böse, dass ich jetzt in nächster Zeit erstmal nicht ganz so viel wieder zum Aufnehmen Zeit habe. Oh Gott, Grammatik. Wisst ihr was? Ich gehe ins Bett. Wir hören uns dann, wenn wir uns halt hören. So ist es. Macht's gut. Ciao.